Gute Sachen. Oh, ein Lippenstift! Oh mein Gott, der ist so schön! Oh mein Gott! Guten Abend, meine Freunde, Leute. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für euch. Der letzte, den habt ihr geliebt. Und ihr habt auch ganz, ganz oft in den Kommentaren geschrieben, dass wir das nochmal machen sollen. Wir haben jetzt hier einen von Douglas und bei Müller gibt es den auch. Für 75 Euro selbst gekauft. So sieht der von vorne aus. Und so von hinten. Hinten seht ihr nichts, weil das ist zugeklebt, dass Egg und ich nicht sehen. Ich bin sehr überrascht, was drin ist. Sorry, Egg. Weil letztes Mal, ich glaube, für 29,99 waren schon so krasse Sachen drin. Ich habe mir heute, by the way, eine Skincare gegeben mit Eggs Maske und mein Gold-Augenbrauen. Augenbrauen? Augenpads. Meine Augenringe, sind die weg? Nein. Ja, egal. Solltest du öfters nutzen? Ja, nee, warte, ich hab geguckt, die kosten 10 Euro. Ja. Ah, und es soll ja anscheinend über 300 Euro wert sein. Stimmt, stimmt, voll vergessen, was zu erwähnen. Hier steht, für sie 24 Luxusmomente im Wert von über 300 Euro. Und das testen wir mal, ob das überhaupt sich lohnt, Leute, das zu kaufen für euch. Und deshalb, Eck, wer macht eins, wer macht zwei? Ich mach eins, weil letztes Mal hast du eins, okay? Deshalb habe ich hier jetzt die eins. Ich bin auch gut, wenn ich das so auf dich werfe. Ist eine Mascara. Nein, ein Lippenstift. Boah, schon geil. Ich habe gar keine Teile mehr. Nein, ich habe keinen Lippenstift von der Mami. Ich schwöre, ich habe, meine teuersten Lippenstifte sind, glaube ich, 2 MAC-Lippenstifte. Und genau, einen habe ich verloren. Oh, wow. Lass mal riechen. Oh, das ist sogar meine Farbe, meine Grufti-Farbe. Okay, Leute, das ist jetzt ein Lippenstift. Sorry, oh, der hält so gut. Das ist jetzt ein Lippenstift, Leute, in der Farbe 501 von Armani. Und ich finde das so süß, cool, wie klein das ist. Und die Farbe ist bestimmt auch voll fresh. Ich sehe sie nicht, aber ich sehe sie auf meinem Handrücken. Und ich finde sie cool. Das heißt, Egg, der Pech jetzt lieber dir eins genommen, ne? Ne. Schmeckt super. Hey, geht schon klar. Einfach köstlich. Okay, jetzt bin ich dran. The Egg. Wow, das riecht gut. Ich hab das kein Parfüm drin. Deine Haut schubt sich voll eklig. Ich schwöre, das brauche ich. Anti-Stress-Gel, Moisturizing-Cream-Gel. Wow. Dass meine schuppige Haut endlich entschuppt. Wow, das riecht voll gut. Das ist von der Marke Lacombe. Das riecht sehr gut. Ich hoffe, das hilft bei meinen Stressproblemen. Oh, oh nein, da ist eine Maske, glaube ich, drin, Leute. Das hier ist drin, Leute, von Biotherm. Das ist eine Ampulle. Aber ich weiß noch nicht, was es ist. Nach der Reinigung auf das... Oder auf damit. Nach der Reinigung auf das gesamte Gesicht auftragen, vor dem Auftragen gut schütteln. Du weißt, dass du eine große Stirn hast? Ich werde es ausprobieren und auf Instagram, sia.co, reviewen. Mach die nie. Oh. Ich mach nie. Leute, meine 4, die ist ziemlich groß. Wow. Oh mein. Leute, es fühlt sich irgendwie schon, es fühlt sich schwerer an. Und irgendwie riecht... Hör auf, alles riecht. Alles an dem Kalender riecht gut. Also nach meinem Magnesiumkram werde ich jetzt die 4 hier öffnen. Und die ist sehr groß und sehr schwer, wenn es was Cooles ist, glaube ich. So. Oh mein Gott, von Giorgio Armani! Oh mein Gott, eine Bodylotion. Leute, ich hatte noch nie eine Bodylotion, die so teuer ist. Oh mein Gott, Leute, endlich mögen mich die Menschen. Guck mal, wie gut es riecht. Wow. Eck, wo machst du den Geruch immer hin? In meinem Bauch. Das ist genau. Da kommt der Gestank nach oben, gell? Ja. Wenn ihr wollt, dass ein Parfüm länger hält, könnt ihr es zwar auf euren Hals machen, aber hinter die Ohren. Nein, auf den Bauch. Und vom Bauch geht der Gestank mehr nach oben. Gestank! Ey, Leute, endlich. Oh, ey, ich hoffe, du benutzt auch meine Schließzeit voll auf. Schon stimmt. Mann, Leute, ich bin ein bisschen traurig. Guck, wie klein das ist. Auch ein kleiner Sanke, ein guter Sanke. Oh, ein Lippenstift! Oh mein Gott, der ist so schön! Oh mein Gott! Der könnt ihr mal bitte. Rot! Das ist der schönste Lippenstift, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der Lippenstift, das Rot, perfekt geschnitten. Dieses Gold, perfekt. Es ist glatt, matt und perfekt. Das ist nicht matt, aber es ist okay. Okay, es ist nicht matt. Oh, ey, kriegt ihr jetzt diese Originalprodukte, Mann? Das Produkt ist von Biotherm. Ein Cleansing. Das unter der Shower Milk. Das ist auch eine Bodylotion. Ich liebe es immer nach Inga duschen zu gehen, weil Inga lässt das Bad immer so gut riechen. Ja, Mann, ich schwöre, Leute, Inga riecht so gut, die ist voll gepflegt. Das ist von Biotherm, das habe ich hier gesehen. Um die Regeneration der Haut zu unterstützen, wird dieses Elixier mit unseren höchsten Konzentraten im Leistungszentrum. Was? Tag für Tag werden Zeichen der Hautälterung. Wow, das sieht sehr teuer aus. Möchte ich kurz gesagt. Wow, das sieht echt sehr teuer aus. Von Biotherm?
Die hat ein Parfüm! Leute, ey, ich schwöre bei Gott, das ist das schönste Parfüm, was so schön eingepackt ist. Man merkt, dass es aus Frankreich kommt, gell? Ich mach's mal Case drauf. Test. Oh, hey! Das ist so zum Tupfen, weil ich mehr. Wie zum Tupfen? Nein, ey! Wer hält das gerade zum? Zum Tupfen. Sie macht auf ihr Bauch! Ich denke mal so. Ey, das ist doch offen! Ich öffne jetzt meine Nummer 9. Das ist wieder Anti-Sprung. Das ist wieder vom Biotherm, Leute. Ich glaube zum Straffen oder so. Chill kurz, muss ich kurz holen. Er hat schon das dritte. Da sind drei Original. Soft Shower geht von Armani. Oh mein Gott. Ich will aber trotzdem Lippenstift. Ich muss ein Zeichen, dass er öfters duschen gehen sollte. Ich fühle mich mit solchen Duschgels wie in wie eine Luxus-Queen. Ich schwöre ja. Ey, wenn es wieder Lippenstift ist, dann heule ich. Soll ich kommen? Wer kommt? Was? Oh nein, ist kein Lippenstift. Uncharge. Augencreme. Ja, das ist halt Augencreme, ne? Blue Therapy Eye. Von Blue Therapy. Was? Das ist vom Biotherm, Leute. Ihr seht, vom Biotherm. Sagt von Exen so groß. Ja, aber das ist für ein Lippenstift. Der Lippenstift geht zwar das Schönste im Leben, was ich vorher gesehen habe. Ich schwöre. Hör auf. Ah, eine Maske. Wow. Die kosten bei Douglas 10 Euro, gell? Das ist die Maske. Vom Biotherm. Ich hatte mal. Oder beziehungsweise habe öfters mal solche Masken benutzt. Dann hatte ich einen Hautausschlag. Aber ey, das hilft nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Risiko wert. Aber ich dachte, ich habe so einen Pinsel. Ich wollte schon schreien. Ist ein Kajal. Ja, Kajal. Ey, so geil. Ey, warte, wisst ihr, was da draufsteht? Luxury Produkt New York 10001. Leute, guck mal, ich muss nicht mal fest andrücken. So elegant. Ey, ich finde es so schön, dass sie alles mit Gold machen. Ich schwöre alles gleich. Ich mach auch Lippen. Ich glaube, das ist ein Parfüm oder so. Aber ich will auch ein Lippenstift. Oh, ich brauche wieder Parfüms, weil mein Mercedes-Benz-Parfüm beim ersten Mal ist fast leer. Oh, ich glaube, ich habe auch meine Faltencreme bekommen. Oha, du hast voll groß. Mama, die gleiche. Wow. Ey, die sieht so fresh aus. Ey, zeig Kamera. Scheiße! Auf jeden Fall schenke ich meiner Mutter, wenn sie es noch haben möchte. Oh, es sieht aus wie ein Deo. Ah, ne, ist eine Handcreme, glaube ich. Handcreme. Oh nein, ein Schauergel. Oh, die Marke kenne ich gar nicht. Toria and Rolf. Lippenstift. Oh ja, ist ein Lippenstift. Oh nein. Was ist Mascara? Nein. Highlighter und Concealer, hä? Sena, mach kein Auge. Okay. Boah, Leute. Ah. So schön. Okay, das soll jetzt ein Concealer sein, oder? Oh mein Gott, ich kann mit dem Concealer meine Pickel abdecken. Nummer 17 ist ebenfalls sehr klein, Leute. Ich glaube, es wird wieder ein Lippenstift sein oder eine Anti-Aging-Creme. Und es ist eine Anti-Aging-Creme. Oh, das ist ein Lip Balm. Halt's mal. Oh mein Gott. Smoothing Replumping Lip Balm. Test mal. Das ist Englisch? Ich habe ein Englisch 4, lass mich in Ruhe. Oder habt ihr es gehört? Das war echt so voll. Wieder ein Schauergel, ich sag's dir. Leute, wow, ich hab bis nächstes Jahr Duschgel. Was? Sie reicht so wenig Duschgel aus bis nächstes Jahr? Hey. Ein Duschgel mit ätherischen Ölen. Wow. Leute, ich hab nur ätherische Öle. Wisst ihr, das ist voll geil, wenn ihr duschen geht und euer Duschgel so ätherische Öle hat und dann kühlt das so die Haut, weißt du? Dann kommt noch dieser geile Geruch. Nee, wusste ich bis jetzt noch nie. Ich hab doch gesagt, so seid ihr mit Körper duscht. Es ist eine Maske. Nein. Jetzt haben wir von Yves Saint Laurent so ein Ding, aber ich weiß nicht, was. Ich glaube, eine Maske. Das ist keine Maske. Ich glaube, so Duschgel, oder? Ja, glaube ich auch. Ah, ne. Schimmerndes Feuchtigkeitsfluorid für den Körper. Ja, also Duschgel. Glänzt, oder? Wow. Das glänzt echt. Guck mal, Ecke, siehst du das? Das schimmert so. Wow. Boah, das riecht so unglaublich gut. Oh mein Duschgel. Boah, oh. La Power Cream Body Cream. Leute, ganz kurz kann ich mir mal den Unterschied erklären zwischen Body Cream und Duschgel. Also das ist die Body Cream. Ja, Body Cream ist doch nach dem Duschen. Echt? Es gibt Leute, die nach dem Duschen noch ihren Körper einbringen. Inga und ich. Ein Lippenstift von Armani. Er kalt gleich. Wow. Was ist das? Nagellack. Nein, das ist ein Parfüm. Ein Parfüm von Armani. Ja, ist ein Parfüm. Es ist auch so ein Duftparfüm. Und wieder eine Body Lotion. Body Mix, sorry. Ey, was ist ein Plankton wieder? Von Biotherm? Ja. Body Milk. Leute, ich hab's verstanden, okay? Mehr auf den Körper. Ich glaube wieder, dass ein Lippenstift sehen wir sein wird. Ich will kurz erst reingucken. Oh nein. Eine Augencreme!
von Lacombe, Leute. Egal, Leute, ich schätze es. Meine Mama wird sich auch ganz drüber gut freuen. Jetzt kommen die 24, Leute. Der elegante öffnet die 24. Bitte lass es keine Duschcreme, Bodylotion. Ist eine Duschcreme. Nein. Es ist Mascara. Ja, Mascara. Wow. Wow. Leute, die Mascara, die sieht so fresh. Lancome Hypnose Mascara. Lancome Hypnose Mascara 01. Wieso sehen deine Wimpern direkt länger aus? Echt jetzt? Ja, mach mal ein Auge. Ich mach da ein bisschen Auge auf die Mascara. Ich fühle mich so luxuriös, Leute, weil hier steht auf meinem luxuriösen Kajal steht. Du stinkst. Luxury Product. Hey, stell dir vor, ich würde so echt verstehen. Ich habe die Beine oder so. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, ich habe jetzt alles. Ich habe eine glänzende Bodycreme. Glänzende, eine schimmernde. Ich habe ein gut riechendes Parfüm, ich habe eine Anti-Age-Creme, ich habe alles, was ich brauche für meinen kompletten Körper. Ich glaube, ich kann mich sogar so. Deine Zukunft. Ja, richtig. Hä? Wow, ach, in Zukunft. Eckhart hier, ich glaube, sieben, fünf, vier, ungefähr, wie in dem Bereich Bodylotions. Und ich glaube, sie benutzt. Glaube ich, dass sie die nicht nutzen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die benutzt sie niemals. Doch, ich muss sie benutzen. Meiner Meinung nach finde ich den Kalender super. Und für 75 € ist voll okay, weil schon die Mascara von Eckhart 30 gekostet. Ja.